Passend zum heutigen Tagesthema Games haben wir Julian von One More Time Games hier und deren Slogan ist es, sie wollen Spiele entwickeln, wo man sich denkt, I wanna play this again one more time. Julian, ihr habt einen Brettspiele-Verlag aus Österreich hier lokal. Ihr habt selber schon in der Boardgame-Industrie gearbeitet, jahrelang, aber wie darf man sich das überhaupt vorstellen, in der Boardgame-Industrie zu arbeiten? Was bedeutet das? Am Ende des Tages ist es ein ganz normaler Job. Ein bisschen anders vielleicht. Also wir spielen halt viel. Okay, während der Arbeit. Ja, und wir müssen natürlich viel auswählen. Das heißt, wir testen ganz viel, spielen mit Autorinnen, mit Testspielerinnen, weil da gibt es oft auch eine große Schere zwischen, was sagen die Leute, was ihnen gefällt und was siehst du dann wirklich auch. Ah. Weil du siehst es ganz stark, einfach wenn jemand die ganze Zeit aufs Handy greift oder so oder halt einfach traurig reinschaut und es gibt da ganz oft einen großen Disconnect einfach. Also die manche Leute sagen, oh, das war so gut und du hast die Leute angeschaut und das stimmt einfach nicht und es geht auch in die andere Richtung. So Leute sagen, ah, das hat mir jetzt eigentlich nicht gefallen, weil Leute lieben es einfach Feedback zu geben und clever zu sein. Das ist voll interessant, dass eben diese Disconnect dann herrscht zwischen dem, was sie sagen und was dann wirklich irgendwie, was sie erlebt haben. Aber dieses Handyproblem zum Beispiel, das ist jetzt für mich interessant. Ist das jetzt gerade verstärkt? Kommt das verstärkt auf bei allen möglichen Spielen, weil wir halt in einer digitalisierten Zeit jetzt leben, wo das Handy absolut immer dabei ist? Ja, also ich glaube schon, dass das heutzutage stärker geworden ist. Aber es gibt so eine geile Anekdote auch von Klaus Teuber, der hat Siedler von Catan entwickelt. Das ist eines der bekanntesten Spiele überhaupt. Und der hat immer seinem Sohn einen Comic auf den Nebenplatz gelegt und hat gewartet, bis der Sohn sozusagen seine Aufmerksamkeit drüber tut und hat damit auch getestet, ob das engaging genug ist. Also das Problem hat es schon immer gegeben. Manchmal, also ein gutes Spiel zieht dich einfach rein. Da bist du in der Experience drinnen und du vergisst alles um dich rum und das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Job liebe. Mhm. Ja. Ein gutes Spiel zieht dich rein. Jetzt hast du uns ein gutes Spiel mitgebracht, Rift Force. Ich habe mir ein Gameplay angeschaut und es sieht schon super interessant aus, aber was ist es für ein Spiel? Wie holt Rift Force das Kind in euch heraus? Rift Force, kann man vielleicht sogar sagen, ist das Kind von Magic und Uno. Okay. Das heißt, es bringt zwei ganz große Sachen zusammen. Also du kaufst dir eine Box und hast aber die Experience teilweise von einem Sammelkartenspiel. Das heißt, am Anfang jeder Runde, jeder Partie mischst du dein Deck zusammen aus 10 verschiedenen Fraktionen. Da nimmst du dir dann 4 raus, die heißen Gilden und die bestimmen dann sozusagen deine Fähigkeiten innerhalb des Spiels. Und wo ist die Verbindung zu UNO? Mhm. Die Art und Weise, wie du Karten ausspielst, aber auch sie aktivierst, geht entweder über Zahl oder über Farbe. Wie einsteigerfreundlich ist es? Wie sehr kann ich als Laie, der jetzt zum Beispiel beginnt, das zu spielen, ich habe Magic gespielt, ich spiele Magic, habe ich eine Chance gegen dich, wenn wir jetzt gegeneinander spielen? So instantly. Ich würde mal sagen, du hast eine Chance. Ich sehe, dass du ein guter Spieler bist. Ich sehe. Ja, danke, das wurde mir schon oft gesagt. Nein, also ich glaube, dass es, wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, dann kommt man schnell rein. Die Regeln sind nicht sehr umfassend. Wir haben sie sehr detailliert geschrieben, um eben auch, das ist auch was ganz Interessantes, also manchmal macht es fast mehr Sinn, eine Regel ein bisschen länger zu schreiben und das schöner auszuformulieren, damit die Leute besser ins Spiel reinkommen. Dann wollen wir gleich auch weitersprechen. Wir sind back mit Julian von One More Time Games und schauen uns das Spiel Rift Force an, das eben genau diesen One More Time Faktor hat. Du hast uns vorhin ganz schön erklärt, wie es funktioniert. Jetzt frage ich mich, ich bin selber ein Fan von Trading Card Games. Ich spiele Magic, ich spiele Yu-Gi-Oh! Aber quasi, wer spielt Spiele wie Rift Force? Weil bei Magic, Yu-Gi-Oh! Das ist doch ein ziemlich männliches Metier. Wenn ich da zum Spielraum gehe oder so, sind eher 90% Typen. Was wir versucht haben, ist das in der Gestaltung ein bisschen aufzubrechen. Das heißt, wir haben versucht, die Charaktere und die Beschwörerinnen, die man im Spiel sieht, so zu gestalten, dass sie inklusiv sind. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite an Geschlechtern, wir haben ein verschiedenes Alter, wir haben eine verschiedene Herkunft, unter Anführungszeichen. Es ist leider noch immer so, dass es hauptsächlich Spielautoren gibt. Es gibt immer mehr nicht-männliche Autorinnen. Wir haben auch in den letzten Jahren versucht, ganz konkrete Maßnahmen zu setzen und zu sagen, okay, wir machen ein Mentoring in die Richtung. Melden sich da auch tatsächlich Leute, wie empfindet ihr das, als ihr das ins Leben gerufen habt bisher?
Wir haben das jetzt noch nicht so super öffentlich. Also wir machen das viel in der Szene und gehen dann zum Beispiel auch auf Autorinnen zu, die, von denen wir wissen, dass sie noch nicht veröffentlicht sind, und haben mit denen dann zum Beispiel jetzt in Zeiten der Pandemie dann halt WhatsApp-Gruppen, da macht man einen Skype-Call, gibt den Leuten Feedback, auch auf Projekte, wo wir schon wissen, dass wir eigentlich nicht interessiert sind. Also wo wir ganz klar sagen können, okay, das werden wir wahrscheinlich nicht veröffentlichen, aber wir versuchen die zu unterstützen, weil wir ganz klar der Meinung sind, dass da Ideen verloren gehen. Weil in dem Moment, wo ich nehme mal an, dass wir im Patriarchat leben, da wird man als nicht-männliche Person eine andere Lebenserfahrung haben, und aufgrund der anderen Lebenserfahrung wird man zu anderen kreativen Ideen kommen, man kommt zu anderen Lösungen, und die wollen wir nicht verfallen lassen, und wir wollen auch eine diverse Community, weil das ist immer ein Vorteil. Mhm. Und jetzt ist es so, dass das Spiel quasi im Mai 2021 voraussichtlich dann geliefert wird tatsächlich und erscheint. Ja. Wo ist der Status jetzt gerade? Wo seid ihr jetzt gerade mit dem Spiel? Also das, was da am Tisch liegt, ist eine Pre-Production-Copy. Die ist von den Illustrationen schon 95% final. Was wir gerade jetzt machen, ist, wir machen gerade die Spielregeln fertig. Das ist nämlich so ein großer Nachteil, den wir im Vergleich zum Gemütespiel haben. Wir können nicht patchen. Yeah. Wir können nicht zurück. In dem Moment, wo das Ding im Druck ist, ist es gedruckt, und das kannst du nicht mehr ändern. Für Leute, die quasi jetzt in einen ähnlichen Bereich wollen wie du, die aber jetzt nicht wissen, wie man da reinstartet, wie bist du in diesen Bereich überhaupt reingestartet? Du hast selber super viel gespielt. Was kannst du Leuten mitgeben, die vielleicht selber auch Brettspieleentwickler werden wollen, Brettspiele-Publisher werden wollen? Wie geht man davor? Ich würde die meisten Leute davon abraten. Die Liebe zum Spiel. Ja, die Liebe zum Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, immer wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Mhm. Wenn man dann immer auch schauen muss, dass noch Hobbys übrig bleiben, die man machen kann, wenn man nicht arbeitet. Die Branche ist grundsätzlich eine Branche, die sehr unterbezahlt ist. Es gibt sehr wenig Positionen, es gibt sehr viele Leute, die das aus Leidenschaft machen, das heißt, die weiter Lohndruck ausüben. Aber jetzt auch positive Faktoren natürlich, es ist einer der tollsten Jobs überhaupt. Wie kommt man rein? Aktiv sein in der Community. Das heißt, auf Messen fahren, in Foren schreiben, sich mit Leuten auseinandersetzen, in den Diskurs reingehen und Spiele machen. Julian, danke fürs Interview. Ich freue mich, das finale Produkt zu spielen im Mai 2021, Rift Force, wenn es dann draußen ist. Cool, dass du da warst. Bei uns geht es jetzt weiter mit Musik. Good Wilson, Walk the Talk.